So, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS22 auf unserer Hof Bergmann. Folge 5 sind wir bereits. Mei, das geht schnell. Unglaublich. Ja, wir sind wieder im Livestream Montagabend unterwegs. Wie gesagt, wenn ihr mal reinschauen möchtet, Montagabend 20:45. Heute haben wir ein bisschen früh angefangen. Heute ging schon 20:20 los. Einfach mal reingucken. Ich freue mich riesig über jeden Zuschauer, vor allem auch über die Kommentare von euch und. Also, ja. Einfach reingucken, Däumchen da lassen. Oder hier ein Abo da lassen, hier auf Twitch. Freue ich mich jederzeit. Und, ja. So ist es. Ja, was machen wir gerade? Ja, ewig grubbern oder pflügen macht auch keine Laune. Deswegen haben wir gesagt, komm, diesen John Deere, den wollen wir jetzt einfach mal zum Shop stellen, der hinter mir, der nervt. Jetzt wollen wir mal ausbremsen. Hört ihr uns dann hinten drauf? Ja, wir sind jetzt nicht so frech. Aber wir müssen hier stoppen, da fliegt uns spätestens jetzt hinten drauf. Aber wir haben hier schon das Ersatzgerät damit dran. Das ist natürlich auch doof. Das haben wir schon dran gebastelt. Ja, gut. Egal. Ja, wir geben den jetzt her. Na, gucken wir mal, vielleicht hat ja irgendwann der Shop mal wieder irgendwas Tolles im Angebot. Da schlagen wir dann auf alle Fälle zu. Wir leihen uns ein bisschen Geld, aber momentan, wir sind ja mit den Trecker, die wir haben, auch momentan noch ganz gut ausgestattet. Kein Notkauf machen. Da wir ja ohne Helfer spielen, können wir eh nur mit einem Gerät immer fahren. Und was wir jetzt momentan am Start haben, beim Flügen. Ups, sind wir dann gerade die Vorfahrt. Danke, dass du gewartet hast. Normalerweise räumen sie einen dann ab. Kennen die ja so ein Schnicks. Kommen wir da rein, oder? Müsste das hier funktionieren, ne? Wenn wir hier reinfahren. So, lasst uns mal gucken, ob wir den hier verkauft kriegen. So, lasst mal gucken. Ist nicht. Ah, 82.000 kriegt man dafür hier. Okay. Na dann, tun wir den weg. 98 haben wir jetzt am Start. Wir können ja mal ganz vorsichtig gucken, wir wollten ja auch ein paar Tiere her tun. Diesen Porsche, den haben wir uns gekauft, den haben wir ja jetzt. Bei den kompakten. Ich habe leider noch keine höherwertigen Traktoren gefunden, die richtig PS unter der Haube haben. Habt ihr da schon eine Idee? Habt ihr da schon was gefunden? So dreckig, so Oldies, die richtig PS unter der Haube haben. Schaut mal. Die kann man bis zu 205 PS. Die Case. 112.000. Eigentlich kann man die auch recht hoch rüdeln, ne? Steyr. Ne, so einen hatten wir gerade. T6, 175 PS. Ja gut, so um die 100.000. Ich wollte jetzt eigentlich nicht schon wieder banktechnisch da los tigern. Wir haben gerade keinen Kredit. Saumäßig gut oder saumäßig schlecht? Das ist jetzt hier die Frage. Ja, nee, kommt. Wir lassen das erstmal so. Wir haben hier noch ein Fendt am Start. Haben wir den ausgestattet? Schlecht, okay. Wie viel PS hat denn dieser Fendt? 314. Das ist, glaube ich, eher. Nein. Was sind unsere? 142. Ist auch nicht so schlecht, ne? 314er. 314er Fendt. Mal gucken. Kann man die eigentlich aufrüsten noch? Naja, das ist schon das Ende Gelände. Aber
Das Bro Compact kann man hier auch anbauen. Okay, das heißt, wenn wir das nutzen, das können wir auch bei den anderen Traktoren dran bappen. Machen wir das doch dann, wenn es soweit nötig ist. Okay, genau. Bevor wir hier jetzt weitermachen, wollte ich noch etwas anderes tun. Wir schnappen uns gerade den hier. Hi, Mossi, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Freut mich. Ja, schön, dass es dir gereicht hat heute. Landinis. Ja, aber die haben nicht viel PS, oder? Die sind jetzt von der PS-Zahl jetzt nicht so... Oder? Das sind ja Kompakttraktoren. Das sind nicht die Landinis. F. Ja, die hier, aber 112 PS ist jetzt natürlich jetzt halt nicht so wahnsinnig. Damit ziehst du keinen Flug durch die Gegend. Naja, gut. Sei es, wie es will. Waren denn die Gewichte gestanden? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich möchte mir jetzt da gerne mal ein paar... Mache ich gleich. Echt, Mossi? Ja gut, es ist einfach, wie es ist, ne? Mal hat man mehr Zeit, mal hat man weniger Zeit. Es ist einfach so, geht mir oft auch so. Größeren. Dass einfach die Zeit dann fehlt. Ach, diese hier meinst du? Ja, aber 150.000? Kann man sich schon durchaus mal überlegen. Da hast du recht. Hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm. Du meinst, die fahren gut, ne? Ich meine, was auf alle Fälle irgendwann sein muss, ist ein Glas. Das muss sein. Ich liebe Glas. Glas sind meine Traktoren. Gebe ich da gerne zu. Also Glas ist meins. Ich liebe Glas-Traktoren. Ich habe das tolle Pack geliebt, das es im 19er noch gab. Die ganzen LS19-Traktoren. Fand ich sowas von toll. Mhm. Ja, komm, lass uns das mal dran pappen. Einmal Gewicht. So, und jetzt war da irgendwo, ich meine da hinten, oder? Wo stand denn das Teil? Ah, da steht's. Das wollte ich. Gehen wir jetzt mal zum... Lasst uns doch mal gucken, was es hier gibt für Tierchen. Lasst uns mal zum Shop gehen. Zum Shop, zum Tiershop. Und mal gucken, was wir hier aufladen können. Was ist das denn? Zum Shoppen, weiß noch nicht mehr, wo der ist. Wo ist denn hier der Tierhandel? Futtermittelhandel. Ah, ganz da hinten. Ja, das wäre klasse, wenn das wieder kommen würde. Ein bisschen was fehlt uns ja noch. Das letzte DLC war, naja, gut. Ist halt drin. Ist okay. Richtig, das könnte ich hier auch mal aktivieren. Habe ich das hier eigentlich aktiviert? Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal gucken. Ich habe es zumindest. Ja, man hat ja das Standard-Abo, ne? Da hat man die ja dann alle mit, die letzten DLCs und so. Hoppasa. Ja, danke fürs Warten. Ich habe halt ein bisschen größeren Ausschlag hier. Moment, bin ich hier richtig? Bin falsch abgebogen, ne? Ah, da bin ich doch komplett falsch abgebogen. So, dann müssen wir hier einmal hoffen, dass uns jetzt nichts umfegt. Einmal verkehrsgerecht wenden. Und dann fahren wir wieder zurück. Wir wollen... Genau. Deutsch, ja. Ja, ich habe ja den... meinen eigengemachten. Ne? Ich habe ja noch so einen... Den hatte ich ja auf der Angeliterland.
Ja, die verfolgt hat, weiß die ja noch. Ich habe ja meinen eigenen, aber natürlich kann ich mir den noch nicht wirklich leisten. Ne, wo ist denn der? Ich glaube, das war ein mittlerer, oder? Mittelgroß. Ja, ein Deutz Fahr, ne? Ja, mit meinem. Ihr wisst schon, ne? Ja. Mit meinem Schwabe Player Logo. Aber 236.000 Euro, das ist natürlich. Ja. ist nicht drin, ist noch nicht drin. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Wir haben ja erst angefangen. Wir haben August. Wir haben jetzt die Zeit auf 3 gedreht, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Ja, im Schrebergarten haben wir ja schon mal in den letzten Folgen schon angelegt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte gern Schafe und Ziegen mal her tun. Ja, genau. Da. Dank nochmal an meine Community, an lieben Ron, der hier mir das Logo draufgeklebt hat, drauf gemacht hat auf meinen eigenen Trecker. Finde ich absolut klasse. Irgendwann muss ich ihn nochmal fragen, ob er das mir auf ein Glas machen kann, einen schönen Glas verzieren kann. Das wäre natürlich dann, das wäre ja das i-Tüpfelchen auf einem Trecker. Ja. Ja, ihr seht mich halt wie gesagt ohne Webcam. Heute habe ich gedacht, ich mache mal so. Seht ihr das komplette Spielbild und müsst mich nicht angucken. Ist ja auch mal was anderes. Und so, jetzt lass mal gucken, wo ist hier, wo war jetzt der? Der müsste jetzt irgendwo da vorne kommen, ne? Ich muss mal kurz die Map anlassen. Irgendwo da vorne. Mal. Jetzt haben wir ein bisschen Geld über. Vielleicht müssen wir da ein bisschen Futter holen. Sind wir richtig? Tier und ja, Futterhandel, jawohl, da sind wir richtig. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Außenansicht, damit wir was sehen, was wir hier treiben. Ich vermute mal, wir müssen hier hin, ne? Einmal hier hin, da ist Futterkauf. Ah, nichts Futter, sondern Tiere-Einkauf. Stellen wir uns mal schön hier hin. So, ich würde jetzt ganz gerne mal ein hübsches Bild machen. Verstanden sein, würde ich jetzt mal ein schönes Bildchen machen. So, einmal schön freundlich. Ah, guck mal, da kommt schon der Händler. Perfekt, den haben wir gleich mit drauf. So, perfekt. Na, dann machen wir das wieder rückgängig. Haben wir ein schönes Bildchen gemacht. Tiermenü öffnen. Ein Kälbchen. Ein Schweinchen. Ja, das brauchen wir definitiv auch. Sollen wir ganz klein anfangen mit Lämmchen? Was meint ihr? Lamm und Zicklein? Ein Lamm und ein Zicklein oder Aue Geist gleich mal ganz groß? Passt da nicht rein in meinen Dinger hier? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Achso, was passt denn da rein? Jo, was passt denn da rein? Tiertransport. 3 Schäfchen. Ja, okay, also gut. 3 können wir mitnehmen. Das heißt, wir nehmen 3 mit. 3 nehmen wir mit. Was wollt ihr? Lamm? Und Zicklein? 2 Lämmler und 2 Zickel, 2 Lämmchen und ein Zicklein. Oder 3 Lämmer und nachher nochmal 3 Zicken. Zicken, Zicken. Was meint ihr? Was hättet ihr gern? Dann nehmen wir mal 3 Lämmer, ne? Brauchen 5, 8 Schafreisen Gras. Aue, gleich so große, meinst du? Gleich 3 Auen? Aber so ein Zicklein macht doch auch was her, oder? Ein Zicklein muss es sein, ha? Huh? Ich kann nicht ohne Zicklein. Das geht doch gar nicht.
So. Kann ich mischen, oder? Ja. Die produzieren, jawohl. Okay, so machen wir das. Gut. Ha, da sind sie. Schaut mal her. Ach, ist das süß. Das Kleine. Ach, ist das cool. Ach, ist das nett. Aber wisst ihr was? Da muss ich doch noch mal. Ich muss noch mal ein Bildchen schießen. Da muss ich noch mal einschießen. So, einmal Screenshot mit Tierchen. So, na, dann wollen wir mal mit unseren frischen Erzeugnissen mal nach Hause fahren. Aber ich verliere mal das Zicklein hier unten nicht. Das ist echt goldig. Das ist ja echt sowas von süß, das Kleine. Ja, da schön brav da hinten, ne? Wir fahren jetzt auch nicht so schnell. Fahr nicht, Fabian. Ja, genau. Das habe ich auch schon gedacht, dass das durchfällt, aber steht ziemlich fest da. Wo ist eigentlich unser Ziegenstall? Achso, wir haben das ja, ne? Wo war der denn? Der war, glaube ich. Ich muss mal ganz kurz darüber switchen. Da gegenüber, ne? Einmal hopp. Vorsicht, Fahrzeug. Hier war das, ne? Da war's. Und da kann man die dann füttern. Okay. Was gibt's hier alles? Kann man Licht ein- und ausschalten. Da gibt's dann die Milch, aber Milch gibt's, glaube ich, nur von Zicken. Von den Ziegen. Von den Zicken, sondern von den Ziegen. Also gut. Na dann. Alles frei. Kommt wieder Innenansicht und dann fahren wir mal nach Hause mit unseren neuen Tierchen. Uha. Vorsicht. Lebende Tiere an Bord. Ich brauche die ganze Straße. Ich muss meine Beleuchtung oben einschalten. Das ist ja mal äußerst wichtig. Wir haben hier einen Dingstransport. So, ne? Hoffentlich werden die nicht schwummrig, den Tierchen da hinten, wenn ich das so fahre. Mit dem Licht. Ja, Blitzer gibt es noch keine, habe ich mir sagen lassen. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber jetzt mit dem, ja gut, mit schneller wie 42 geht eh nicht. Das passt. So. Wollen wir das, die Fracht nach Hause bringen? Ja, aber so drei Zicklein würden mir jetzt schon auch noch gefallen. Ich glaube, ich mache dasselbe bei den Zicklein auch nochmal. So was. Wir dürfen ja nicht hinten reinfahren, sonst verlieren wir das Zicklein wirklich noch. Das Lämmchen. Zicklein. Ich bin schon ganz auf Ziegen her. Ja, ihr seht schon. Ziegen müssen her. Ohne Ziegen geht nicht. Außerdem gibt es Ziegenmilch. Und Ziegenmilch ergibt guten Ziegenkäse. Und das wollen wir hier schließlich auch haben. Wir wollen Ziegenkäse produzieren. So, und den Blinker aus habe ich immer noch nicht drin, diesen Mod. Den muss ich mir unbedingt nochmal mitnehmen. Dass das automatisch abschaltet, wenn wir schon Innenansicht fahren. Und dann müssen wir natürlich unsere Felder noch bearbeiten. Aber eins kommt noch eins nach dem anderen. Wir haben ja Zeit. Uns drängelt hier nichts. Wir haben kein Season an, übrigens. Wir spielen ohne Season. Deswegen haben wir hier echt gemütlich Zeit. Wir haben hier keinen Stress. Wir müssen nicht irgendwas ganz dringend einhalten. So, jetzt machen wir die Bimmelbammels da oben aus, weil sonst wird denen wirklich werden die verrückt da oben. So, jetzt müssen wir die da rückwärts einfahren, ha? Wie gesagt. So, jetzt rödel ich hier gleich ein bisschen mit meinem Lenkrädel. Noch ein bisschen nach vorne, nur dass wir da hinten hängen bleiben. Sollte sich das ausgehen. So, jawohl, jetzt müssen wir noch ein bisschen nach vorne. Ist Kleine noch da? Ja, da steht's noch. Ganz brav steht's dran. So ist recht. Na, ist doch gut, dass wir noch zwei große mitgenommen haben, glaube ich. Konnte sich das ein bisschen nachrichten. So, jetzt sind wir auch schon angekommen.
Steigen wir schon mal aus. Halt. Aus wollte ich steigen. Können wir hier das Türchen öffnen? Jawohl. So. Einmal. Und nochmal. Okay. So. Jetzt machen wir das aus, dass wir die nicht erschrecken. Jetzt haben sie schon genug damit zu tun gehabt, ne? Machen wir hier erstmal zu. Wo sind sie jetzt? Ach, schaut mal. Da hinten. Da sind sie ja. Hinten haben sie sich verkrümelt. Hallöchen. Habt ihr euer kleines gelassen? Ja, ich geht schon gut, ne? Ah, da hinten hopft's rum. Ach, süß. Moin. Na? Geht's gut? Ja, ich weiß, du hast noch nichts zum Futtern, ne? Ah, eine Sauerei ist das. Ja, so sind sie, ne, die Bauern. Erstmal Tiere holen und dann nach dem Futter gucken. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt können wir schon mal gucken, was brauchen die denn? Wasser, Stroh? Nein, Nahrung, Gesamtkapazität, Gras und Heu brauchen sie. Juhu, das haben wir doch bestimmt am Hof, ne? Das haben wir doch bestimmt am... Was ist eigentlich Wasser? Produktivität, Wasser, Stroh. Ah, Wasser und Stroh brauchen sie natürlich auch. Und das brauchen sie als Nahrung. Schafe fressen Gras und Heu. Und sie brauchen Wasser. Okay, noch unsere Hühner, ne? Haben wir ja auch Hühner übrigens am Start. Die haben wir auch noch nicht gefüttert. Stimmt, wir haben ja auch schon Hühner. Ups, habe ich die glatt vergessen, die armen Hühnchen. Egal, wir holen jetzt trotzdem noch ein paar Ziegen. Wir holen, nicht rückwärts. Wir holen jetzt noch ein paar Ziegen. Machen wir dasselbe. Ein Zicklein, zwei größere. Wie auch immer die gerade heißen. Werde ich gleich sehen, wie die heißen. Aber die holen wir uns auch noch. Und dann gucken wir kurz nach der Fütterung, hätte ich gedacht. Und dann machen wir das Feld weiter. Das sollte auch noch voll fertig gepflügt kriegen. Ja, eigentlich sollte man schon Helfer zumindest laufen lassen. Aber nein, nein, nein. Ja, aber damit lässt es ganz gut fahren. Ups. Klicken schon mal vor. Ja, durch den Verkauf von dem Trecker haben wir jetzt auch ein bisschen Geld übrig. Können wir uns hier und da das eine oder andere noch ein bisschen dazu leisten. Wir haben ja wirklich keine drei, also so viel Trecker brauchen wir tatsächlich nicht. Ja, wie gesagt, wir ohne Helfer und AD und Crossplay spielen, brauchen wir das alles nicht. Wir können ja bekanntlich eh nur einen Trecker bedienen. Irgendwann tun wir uns dann auch mal ein bisschen was Größeres her, vielleicht gibt es ja auch mal ein schönes Angebot. So, mal gucken, wenn ich hier mal der Shop was Neues anbietet. Vielleicht können wir uns da dann mal doch mal was hertun. So, dann wollen wir wieder. Holla, die Waldfee. Moin, wir kommen noch mal. Bringst du ein paar Ziegen? Was? Sind alle aus? Ach, hör mal auf, da hat's doch ganz viele. Das ist ja kein Quatsch. Ziegen sind aus. Die kennen seine eigenen Tiere hier nicht. Seh. So, jetzt wollen wir mal gucken, was er hier für hübsche Tierchen hat. Was ist, sollen wir die raussuchen? Das. Gut, dann lasst uns mal gucken, was haben wir denn hier? Kommst du grad? Ja, ich guck schon mal, ne? Ja, ihr kommt auch noch, ihr kommt auch noch. Ah, jetzt schaut mal. Was süß, das nochmal, das ist bestimmt die Schwester, ne? Ja.
Bist traurig jetzt, ne? Aber du bist nicht allein, hast noch ein paar kleine. Guck mal, da hinten die schwarzen. Aber vielleicht kriegen wir so ein schwarzes. Ach komm, jetzt gucken wir mal. Krieg ich so einen schwarzen? Was, wir können sich nicht auswählen. Unglaublich, ne? Heutzutage, das Kundenservice ist nicht zu fassen. So. Wir brauchen ein Zicklein. Wir wollen ein Zicklein. Wir hätten gerne ein schwarzes Zicklein. Kriegen wir ein schwarzes Zicklein oder kriegen wir irgendeins? Wir kriegen natürlich irgendeins. Ein Zicklein. Und wir wollen Geißen. Zwei Geißen. Wir nehmen noch zwei Geißen. Wir passen eh nicht rein. So. Und was haben wir jetzt gekriegt? Drei Weiße. Ist ja langweilig. Oh. Naja, gut. Guten Tag, ihr drei Lieben. Drei Weiße. Die ganzen Schwarzen sind da geblieben. Schade eigentlich. Merkst mal du schon so eine Schwarze? Nein, du Eumel. Was? Ich soll gehen? Ja, ich gehe ja schon. Soll nimmer kommen? Du machst halt kein Geschäft mehr. Ich bin hier der einzige Stipp. Aua. Autsch. Weiß, der hatte Vorfahrt, aber ich dachte, ich mach's mal wie die. War nicht so gesund. Müssen wir beim nächsten Reparatur vielleicht da vorne ein bisschen ausbeulen, das Gewicht. Oh, das kriegt man dann schon hin. So, jetzt bringen wir die auch noch hin. Und dann wollen wir sie vielleicht noch füttern. Ja, mal gucken. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich denke, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, was Twitch angeht, gehen wir noch ganz locker weiter. Aber die YouTube-Folge, die beende ich jetzt hier in dem Fall. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bringe jetzt die Zicklein noch zurück. Die hole ich euch natürlich gleich wieder mit hinzu. Wir füttern die in der nächsten Folge. Dann kümmern wir uns darum, dass wir das eine Feld noch fertig gepflügt bekommen in der nächsten Folge. Und ich hoffe natürlich, ihr seid da morgen wieder mit dabei. Die kommen hintereinander, die Folgen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit reinschaut. Lasst gerne ein Däumchen da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis denn.